Heute haben wir 3D-Labor. Genau, 3D-Labor. Die Beiträge für die internationale Kulturausstellung, das sind so Handlings, da haben wir einen Astronaut, das ist ziemlich bekannt. Da haben wir noch Figuren, die Schüster so ein bisschen rum sind. Ganz eine interessante Kulturausstellung gibt es. Das ist ein Original Backstein vom Ziegel, also Rote Fabrik Ziegel, Originalgröße. Haben wir nachher konstruiert. So zwei fertige Spielfiguren praktisch, und diese Spielfiguren, die gesammelten Spielfiguren, die werden dann in einem globalen Spiel eingesetzt, und wer ins 3D-Labor kommt, der kann sich so eine Spielfigur bei uns basteln, einscannen, digital die Formen bauen und entwickeln und dann eben ausdrucken. Bis zu 16 Spieler gleichzeitig spielen mit ihren Figuren, und die Regeln, die werden also in den nächsten 4 bis 6 Wochen entwickelt werden und natürlich auch in jedem Spiel wieder neu generiert werden. Man kann damit also sämtliche Probleme eigentlich, die man selber hat oder die man gesellschaftlich lösen möchte, also hier bespielen. Verschiedenartige römische Säulen und Sockelkonzepte. Dann haben wir hier auch ein Objekt, das haben wir eingescannt. Das war zuerst aus Alufolie. Alufolie kann man nicht mit dem Laserscanner scannen. Und dann haben wir es halt eingepackt mit Klebeband, und schon geht das auch. Also pragmatisch. Ne? Danke, tschüss zusammen. Abonnieren nicht vergessen. Gell? Danke schön.